Hallo! Wer kommt denn da gefallen? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Explorers. Ich weiß nicht, am Anfang dürfen wir erstmal hier die Dinger wieder einrichten, was? Oder so. Ja, ich habe jetzt mal eine Änderung versucht im Spiel, ob das ein bisschen mehr Frames, ein bisschen stabiler die ganze Sache macht. Das sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Weil ich habe jetzt Planet Explorers mal auf 5 von 6 Kernen nur gelegt und den Bandicam zum Aufnehmen auf den 6. dann. In der Hoffnung, dass das vielleicht das ein bisschen die ganze Sache begradigt. Aber die CPU insgesamt ist zu 60% ausgelastet und die einzelnen Kerne sind auch nicht voll ausgelastet und ich... Die Grafik ist auch nicht voll ausgelastet und ich weiß nicht, was ich machen soll, dass es stabiler wird. Das ist mir einfach ein Rätsel. Jedenfalls. Genau, ist es mir zwischendurch auch nochmal abgestürzt. Und es hat irgendwas, wie ich das gesehen habe, mit dem Railway Manager zu tun, also sprich mit dem Zugteil. Wenn es so weitergeht, werde ich den wahrscheinlich abschalten müssen und wieder sagen, wir müssen... Also es gibt es nicht. Genau, soweit erstmal dazu. Ansonsten machen wir genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und wir schauen mal, dass wir diese zwei Völkchen ein bisschen hier zusammenbekommen und uns endlich mal, ja, hoffentlich außerhalb des Gebietes da begeben können. Was machen wir als nächstes? Ja, jetzt, wo wir eine Siedlung haben, sollten wir über Folgendes reden. Oh. Wie bekommen wir rüber zum Newton-Kontinent, um die Epiphany zu finden. Suchen wir nach anderen Überlebenden, die auf dem Galileo-Kontinenten gelandet sind. Handel zwischen unseren Kolonien. Oder hat die Epiphany irgendwelche Kommunikations von der marsianischen Flotte im Flug erhalten? Ja, das sind unsere Fragen. Wir fangen mal von unten an. Hat die Epiphany irgendwelche Kommunikation während des Fluges erhalten? Wenn sie irgendwelche Signale gesendet haben, dann habe ich es nicht mitbekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in absoluter Funkstille geflogen sind, bis wir weit genug von dem System... Was? Entfernt von... Das ist, bis wir von, so weit von weg waren, bis wir... bis die Erde nichts mehr machen konnte. Wir haben Neuigkeiten von Mars und Erde während des Fluges erhalten. Die hast du aber auch gehört. Okay. Okay, jetzt ist hier noch die anderen Sachen. Trading between auch. Was machen wir wegen dem Handel zwischen unseren Kolonien? Ja, ich würde sagen, wir richten einen Handelsmechanismus zwischen unseren Kolonien. Weil wir nicht alles produzieren können, was wir brauchen. Und ich denke, wir können das Überschüssige in einem... in einer fairen Art handeln. Ich habe Lucius Kohler kontaktiert und habe ihm gesagt, dass er mit der Monorail herkommen soll. Er sollte oder er ist ein Ökonom und ja. Oder er sieht sich als Ökonom. Werden wir warten. Was planst du wegen Ryong zu tun? Ich bin mir fast sicher, dass er etwas gegen die Kolonie tut. Da gibt es nicht viel, was ich machen kann. Während Mr. Hook immer noch auf mich hört, glauben die meisten der Einwohner Ryong und unsere Fleet, unsere Flotte. Sie würde sie einsperren, aber das gibt nochmal eine Aufspaltung. Jetzt habe ich wieder geklickt. Ja. Jetzt ist der Kohler da. Wo auch immer, ich sehe ihn nicht. Es gibt da ein paar Suggestions. Ja, er ist tatsächlich die Person, mit der wir reden sollten. Listen, Gentlemen. Wir haben Überschuss und benötigen Sachen. Wir können es ignorieren oder wir können es öffentlich machen und können es tauschen. Ja, ist klar. Ja, du hast wohl schon einen Vertrag, bababa. Ja, hat schon eine Software, die ins Kolonie-Interface reingepackt werden kann.
und zeige hier, of course, anything to prolong our existence. Jetzt wird's gleich. So, ins Kolonie. So bin ich noch ein bisschen überfragt. Form, Repair, Turning. Achso, das ist das Zeug, was ich dafür brauche, die Walze mal. Das sind ein paar Betten, die ein bisschen. Naja, okay. Entschuldigung. Bin ja so noch kein Stück schlauer wie vorher. Oh, was hast denn du da? Ganz länger. Ganz. Kann man die irgendwie trainieren? Ich weiß es noch nicht. Items. Missions. Items. Creation. Replicator. Ja. Wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir machen einfach mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Wie weit sind wir mit der Suche nach den Überlebenden auf dem Galileo, also hier Kontinent? Ja, die Leute sind über den ganzen Kontinent verteilt und wir müssen ein Team bilden, das sie sucht und findet und rettet. Oder zwei Teams. Eins von uns, eins von euch. Ja, da können wir die Gegenstände durchsuchen. Sie möchte aber lieber ein Team von beiden Camps. Und möchte daran erinnern, dass wer auch immer die Teams, was sie immer finden, you have to remember the whoever the teams find might be quite, was work in process? Hä? Can I continue mission work in process? Ich weiß nicht, was er meint. Das haben sie in Wohnung gebaut. Ja, da gibt es noch was, wo sie sich wundert. Warum habt ihr die nicht eigentlich rausgelassen während der Auswahlprozedur? Tja, wir wurden uns waren die Hände gebunden. Die das Geld für das Programm wurde von dem von der Regierung finanziert. Die von einigen unliebsamen Elementen der der Gesellschaft entfernen wollten. Und sie wollten sogar die am meisten Nationalisten wegsenden. Ja. Gut, dann haben wir ein Team von beiden Leuten, von beiden Gruppen, wie der Gouverneur vorgeschlagen hat. Wir werden diese Kolonie als das Hauptquartier benutzen. Morik ist, hat einen Befehl darüber. Hast du damit ein Problem? Nö. Gut. Klasse. Und Mr. Garn meint, der möchte Don im Team haben. Ja, ist klar. Ja. Ja, wenn's Meeting over ist. Gut, haben wir auch geklärt. Und jetzt geht's weiter. Wie kommen wir zum Newton-Kontinent, um die Epiphanie zu finden? Well. Wenn wir es rechtzeitig schaffen. Alles gut. Mustafa. Governor Skyrider, nice to see you. Hallo. Tech. Mr. Young ist auch hier. So ein bisschen ran an den Car. Ein bisschen andere Positionen bringen, dass man was sieht. Ja, sie ist auch hier. Und wir reden, wie wir zum Kontinent rüberkommen. Vorschläge. Ja, Nan darf sagen, was er sich vorstellen kann. Ein multi-terrain-kompatibel Take-off and Landing Kennedy. Sie möchten ein Schiff bauen, das quasi überbrücken kann. Was landen, also Senkrecht oder sowas, also ähnlich wie unsere Suppenschüssel, nur größer. MacTalk.
Sie haben eine Kinetik. Just okay. Das, ich glaube, das ist ein Witz, den man schlecht übersetzen kann, zumindest nicht spontan. Wir können uns entscheiden. Wir können uns entscheiden, entweder ein Boot zu bauen oder einen Atmosphärenskipper. Deswegen, wieso können wir nicht beides kombinieren? Und dann können wir im Land auch rumfahren. Das ist richtig cool. Wir brauchen ein Fahrzeug, das uns überall hinbringen kann auf diesem Planeten. Und das ist ein mittleres Schiff oder Ding. Ungefähr doppelt so groß wie unsere Rettungskapseln. Und es wird ein Fezien Industries Ionen Engine, also Ionenantrieb haben. Okay, sie haben den Design Pluses, weil das klingt teuer. Really? Wirklich teuer? Wir haben schon nicht Bewegung, sondern wie nennt sich's? Die Trägheitsdämpfer und den SP7 Antimaterie-Antrieb rausgelassen. Und die Darkwing-Duck. Stabilisiere auch, okay. Was meinst du, Button? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen mehr, als wir brauchen, aber puh, was soll's. Das werden sie schon machen. Bop. Das ist super. Mit oder without Percy. Coming like McFly. McTalk has nothing to do with our concept. McFly, McTalk. Okay, das sind nur die Abkürzungen dann. So. Okay, sie sollen arbeiten. Okay, das dürfen wir nochmal hier. Die hätten sich echt mal einen anderen Platz raussuchen können. Das wäre echt cool gewesen, aber es stehen sie halt so blöd in der Gegend rum. Dann haben wir Bata. Was machen wir next? Ja, gibt es noch jemanden, der was dazu zu sagen hat? Mal Schluck trinken. Mir wird ungerade. Die Stimme trocken. Nein, danke fürs Kommen und ja, warum bleibst du ein bisschen hier, Gouverneur? Ja. Ja, Gouverneur Lucius und raus. Lucius? Wer bist du? Okay, er ist weg. Es ist eh schon gemacht, wie ich hier feststelle. Da lege ich hier das Bettchen. Ich mag den Tag lieber, deswegen sollen wir die Nacht nicht vor dem Abend loben. Oder so. Sleep. Okay. So, jetzt schlafen erstmal alle. Oh, das ist ein Zombie hier. So, ein bisschen Zeug einsammeln. Und hier haben wir auch einen Haufen Zeug. Und Sleep. Oh, noch. So. Die haben noch. Und da wird's morgen sehr schön. Vielleicht fast ein bisschen lang geschlafen. Das Bett lassen wir gleich mal da stehen. Das ist noch die Frage. Wir haben hier noch keine neue Mission bekommen. Da waren wir auch noch nicht. Wir haben noch ein paar Ecken, die wir noch nicht erkundet haben. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist. Was ist denn hier drin? Da bräuchten wir Pestizide. Chilisamen. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich das wirklich will. Was sind die erstmal draußen vor der Tür? Das finde ich nicht so verkehrt. Zug fährt gerade wieder ab. Gut, mit Ataro können wir nichts reden. Oder? Ne. Da hat man seinen Shop. Energy Shield. Blaue Lampe. Und die üblichen Sachen halt. Hinten ist da was los. Mit dir, mit Karl. Ne, Karl ist glaube ich nicht das, was man braucht. Die Fragezeichen brauchen wir nicht. Hitomi.
Shop, was hast du dabei? Du hast auch nichts Neues. Ich glaube, es gab aber keinen Patch. Silber hat sie dabei. Mhm. Der Janep hat eine Naval Gun, Missile Silo, auch nicht schlecht. Also ich bin gerade wieder ein bisschen überfragt, wo es hier weitergeht. Tobi. Na, wollen wir auch nicht wissen. Da hinten ist ein Ausrufezeichen. Zwei Ausrufezeichen. Sehr schön. Hey. Chen. Was machen wir jetzt? Ja, wir haben Ryongs Vorschlag diskutiert. Was meinst du? Ja, wenn wir das rational betrachten, sollten wir unsere Truppen zusammenfügen. Ja, komplett die Outnumbered, also Unterzahl und Battles deckt sie mir. Bab. Den hat man schon mal. Und jetzt kann man mit Ryong reden. Und der Michael. Ach, das war die komische Mission. Dann können wir ja hier zu der Mars-Kolonie springen. Nein. Ach, jetzt brauchen wir nicht wieder, wa? Zip. Und los geht's. Ich will unten nur durchfliegen, also mach bitte. Das Wasser geht ganz schön bergauf, sehe ich gerade. Zumindest aus dieser Perspektive. Ich glaube, wenn ich das Ding ins Wasser setze, dann geht es ja ganz schnell kaputt oder sowas, weil das oder Energie geht weg. Irgendwas war es. Da letztes Mal überhaupt nicht gemocht. Naja. Ja, dann haben wir das hoffentlich auch nicht mal geklärt. Also ich finde es ein bisschen schade, dass die Mission hier an der Seite so nicht alles zeigen, was Sache ist. Weil es eigentlich schon so sein sollte. Hätte ich mich einfach mal durchschneiden sollen durch den Wald. So. Bin ich schon fast da. Müssen wir noch landen? Und einsammeln, bevor wir es irgendwo verlieren oder so. Dahin. Mit wem sollen wir jetzt eigentlich reden? Was machst du da? Talk with Ryong. Wo ist Ryong? Ach so, mit Ryong. Ryong. Kenny? Ja. Kenny. Nanda. Da ist er. Nee, Hung Su. War doch, oder? Yay! Military Corporation. Tja, ich kann es nicht glauben, dass wir zwei menschliche Kolonien auf diesem Planeten haben. Warum sollten wir nicht zusammenarbeiten? Ja, warum nicht? Ach, wisst ihr was? Das lernen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen und bis dahin sage ich. Tschüss.